Herzlich willkommen bei Tutopis TV. Heute werde ich euch zeigen, wie man bei einem Sony Xperia Z1 den Digitizer oder besser gesagt das Glas wechselt. Übrigens, Ersatzteile und Werkzeuge findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen. Also nehmt eure Werkzeuge in die Hand und lasst uns loslegen. Los geht's. So, fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das Sony aus, wenn es überhaupt noch möglich ist. Als nächstes erhitzen wir das Glas auf ca. 80 Grad. Bitte achtet darauf, über die gesamte Reparatur das Glas nicht abkühlen zu lassen. Anschließend nehmen wir ein flaches Werkzeug und hebeln das Glas leicht an, damit wir einfach mit unserem stabilen Draht dazwischen kommen. Schiebt jetzt das Draht ganz vorsichtig dazwischen und versucht mit dem Draht zwischen Glas und Display zu kommen. Achtung, wichtig, bitte mit einer Ecke anfangen, erst danach könnt ihr mit dem Draht das gesamte Display mit einer Sägebewegung nach und nach vom Glas lösen. Gefällt dir, was du gerade siehst, dann hast du jetzt Zeit, mir einen Daumen nach oben dazulassen. Vielen Dank! Das Ablösen des Digitals ist bei diesem Modell extrem einfach und man muss kaum Kraft anwenden. Für besseren Halt empfehle ich euch übrigens, das Sony mit doppelseitigem Klebeband am Tisch zu befestigen. Geht jetzt nochmal mit dem Draht hin und her und löst dabei den Kleber komplett vom Digitizer. Danach einfach das Glas nach unten aufklappen. Anschließend klappen wir das Display auf und trennen die Flexkabelverbindung, die sich darunter befindet. Mit einer Pinzette trennen wir jetzt die Verbindung zu dem Display und können jetzt das Glas bzw. den Digitizer entfernen. Nun nehmen wir eine Zahnbürste und Isopropanol und reinigen das Display vor den restlichen Klebereste. Mit einem Plastikschaber oder mit eurem Fingernagel könnt ihr den Vorgang beschleunigen, seid aber dabei sehr vorsichtig, um das Display nicht unnötig zu zerkratzen. Wenn ihr soweit seid, nehmt jetzt das neue Glas, entfernt alle Schutzfolien und verbindet die Flexkabelverbindung. Anschließend nehmen wir Look-UV-Kleber und lassen es in einer Knochenform auf das Display fließen. Als nächstes den Digitizer ganz vorsichtig runtergleiten lassen, bis es Kontakt mit dem Kleber hat. Drückt jetzt den Kleber in allen Ecken. Danach bringt ihr das Display an die richtige Position, bevor ihr mit dem Härten beginnt. Achtung, ihr habt dabei genau einen Versuch, deswegen arbeitet so genau wie möglich. Nehmt jetzt die UV-Lampe und lasst das Display für ca. 10 Minuten aushärten. Danach einfach die überschüssigen Klebereste mit einem Tuch abwischen. Als nächstes müssen wir den Mittelframe vorbereiten. Entweder benutzt ihr Originalkleber oder verwendet doppelseitiges Klebeband, so wie ich. Jetzt alle Schutzfolien entfernen.
So, und als letztes nehmt ihr das fertige Display, verbindet die Flexkabel und drückt es fester an, damit eine gute Verbindung zwischen Kleber und Glas entsteht. Und danach noch prüfen, ob alles funktioniert. Wenn ja, sollte euer Sony Xperia Z1 Kompakt wieder aussehen wie neu. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf die Seite kommt ihr zu weiteren Personen zu eurem Gerät und auf der anderen Seite findet ihr weitere Reviews auf meinem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Media, auf denen ich vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.